Guten Tag, willkommen zurück zu Warcraft 3. Ja, super war. Toll, fünfte Mission hier. Klar, da waren wir stehen geblieben auf schwer. Und da mein PC im Arsch war, was wahrscheinlich der ein oder andere mitbekommen hat, habe ich jetzt keinen Bock gehabt, das nochmal zu spielen. Habe mich schnell durchgecheatet. Die Cutscene kennen wir, glaube ich, schon. Das hat jetzt halt den Nachteil für mich, dass ich, also dass Arthas jetzt Level 1 ist. Das macht es ein bisschen schwieriger. Weil der kann halt jetzt nichts. Das ist einfach jetzt ein unbrauchbarer Lappen. Wir müssen mal gucken, dass wir dem ein paar Level spendieren irgendwie. Das Licht ist meine Stärke. Und dann sind wir in dieser wunderbaren Mission. Wir müssen einfach die ganze Zeit nur verteidigen. Das ist saulangweilig und scheiße. Aber wir müssen das ja auch irgendwie machen. Dann gucken wir mal kurz. Ich glaube, hier unten gab es noch Einheiten, wenn ich mich richtig erinnere. Wir bauen erstmal ein paar Arbeiter. Das sind jetzt 5 Stück. Das reicht eigentlich für die Goldmine. Schicken wir noch ein bisschen so ans Holz. Ich stehe für das Licht. Ja, war das hier unten? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber Arthas sollte auf jeden Fall erstmal ein paar Level bekommen, denn. Wir werden für Lordaeron kämpfen. Ja, das werdet ihr. Dann macht das mal. Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen in Ordnung. Das ist halt jetzt die erste Welt, die 3 Aufnahmen am neuen PC. Natürlich. Ja, da muss man halt immer erstmal gucken, dass man alles richtig einstellt. Ich habe das jetzt einfach alles mal irgendwie so ein bisschen rumgedreht, habe ein bisschen einen Test aufgenommen. Das klang soweit gar nicht verkehrt. So denke ich mal, das ist tolerabel. Tolerierbar. Ist meine Hilfe. Guck mal, was ist ein Priesterhaus schon? Nein, haben wir nicht. Was? Ja, du Eumel, geh mal hier rüber. Ja, mein Lord. Machen wir hier einen Sehr Turm. gut. Wir werden aus diesen beiden Richtungen hier dann angegriffen. Das weiß ich leider schon. Das ist jetzt. Okay, wir werden von da oben angegriffen. Das Die ist Zeit meiner neu. Untoten ist da. Weicht nicht zurück. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Helden des Lichts. Wir Aber müssen wenn sie sie das befreien. machen, dann Ja. töten wir sie halt. Dann liegt das bestimmt daran, dass ich auf schwer gestellt habe, dass die von da oben kommen. In der Mission hat sich ja dann so ein bisschen was geändert gehabt. Arbeit ist vollbracht. Kann nicht schaden, es gibt uns ein paar Level. Ich glaube, bis Level 5 dürften wir Arthas hier bringen können in der Mission. Spürt meinen Zorn. Okay, oder er kriegt halt direkt mal alle Level Ups. Was ist das denn? Das ist ja mal total random. Ein solider Plan. Ja, das hier, Auferstehung ist gut. Aura hatten wir auf 2, glaube ich, heiliges Licht, ja. Ja. Wird schon passen. Für die Ehre. Ist ja nicht so wild, was wir mit ihm skillen, der ist eh ein Held und stark und so. Sollten gucken, dass wir zwischen den Türmen immer ein Feld frei haben. Weil wenn der mit Das Licht Fleischwagen ist kommt, so meine heißen die. Stärke. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Englischen heißen. Für Meat die Ehre. Wagon wahrscheinlich. Ich würde es einfach mal eins zu eins Verteidigung. übersetzen. Ja. Für die Auf jeden Ehre. Fall treffen die sonst beide Tower, wenn die nebeneinander stehen. Und so halt nicht. Wir sollten. Wo ist denn der Arbeiter hin? Was ist? Hack mal hier nicht so viel, du Sau. Ich geh dann mal. Ah, falsch. Sollte man so ein Ding bauen. Eine Verbeugung ist Das nicht ist jetzt nötig. erstmal relativ wichtig. Damit wir ein Was? paar mehr Priester rausdrücken können. Ja, mein Lord. Priester sind immer gut, die heilen. Heilen ist immer gut. Also versetzen wir hier die Türme mal auch so ein bisschen. Da ist hier halt so ein bisschen Ich gehe hakerlich dann mal. gerade. Aber ja, wenn wir uns hier mit Tauern zugeklebt haben, dann müssen wir eigentlich nur noch warten. Das klingt billig und das ist auch billig. Ausbau abgeschlossen. Aber das ist die erste Kampagne. Die allererste. Besteht etwa Gefahr? Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich kann mich jetzt so ein bisschen darauf fixieren, dass ich mit Arthas leveln muss, Mehr aber Arbeit? wenn der halt direkt erstmal Arbeit alle ist Level mit bereits einem Schlag bekommt, dann. erhalten. Also das haben sie aber dann nachträglich gepatcht, glaube ich. Mir war es so, als wenn das früher nicht war. Dass der dann alle Level mit einmal bekommt. Egal, gucken, können wir Priester Ist jemand upgraden? verletzt? Nein, können wir nicht. Was Wir sollten braucht mal die ihr? Scharfschützen upgraden. Scharfschützen sind immer gut, die machen schön Damage. Das hatten wir, glaube ich, in den vorigen Parts schon, auch wenn die für mich 2 Monate her sind. Sehr nice. Ich wurde gebeten, diese Mission bitte am Stück aufzunehmen in einem Video. Arbeit ist vollbracht. Das mache ich natürlich Was? sehr gerne. Wenn so eine Forderung an mich herangetragen werden, dann erfülle ich Gnade die. in Sicherheit. Das heißt, das wird jetzt hier so ein Arbeit ist 30-minütiger vollbracht. Part. Werde ich aber bei den anderen Missionen vermutlich nicht machen. Ja, mein Ich Freund. glaube, so in der Art hier wie Eine die gibt es Verbeugung auch nicht ist mehr so nicht viele. nötig. So, Priester ausbilden auch. Wir sammeln erstmal noch ein bisschen Bereit zur Gold. Dann holen wir Arbeit? erstmal das Upgrade hier. Ja, mein Lord. Da kommt was.
Ich stehe für das Licht. Ja, mein Lenzer. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, da kommt ein dickes Rudel, auf jeden Fall. Aber man sieht schon die Türme, die machen hier ganz guten Schaden. Sind immerhin schon 4 Stück. Ich weiß nicht, was wir da noch hinbauen. Ich denke mal, einige Türme werden dann noch folgen. Die werden dann, die Angriffe in der Regel alleine ab, außer wenn Autos bei sind. Schleichautos, das ist immer scheiße. Da muss man dann halt irgendwas hinschicken. Ja, mach hier mal tot, mach da mal tot. Das mag ich persönlich nicht, wenn man sowas machen muss. Aber ich bin ja eh so ein relativ passiver Spieler. Baue mich gerne ein. Aber ich denke, das geht jedem so, wenn er in einem Spiel nicht wirklich gut ist. Weil wenn ich im Spiel nicht gut bin, dann will ich einfach nur meine Ruhe haben, will mich einbauen. Irgendwie Einheiten ohne Ende sammeln und dann mit den Einheiten erst ausrücken. Ist natürlich gegen Leute, die das Spiel können, nicht gut, weil die expandieren dann über die ganze Map und reißen einen trotzdem ein. Das Panzerungsupgrade wirkt auch bei Türmen. Stimmt, dann nehmen wir das direkt mal. Sehen wir mal zu, dass wir hier noch einen Turm hinzwirbeln. Dann haben wir hier 5 Stück, das reicht, glaube ich. Dich müssen wir upgraden. Wo kommt hier was? Normale Ghoul. Da ist ein Auto bei. Also Arthas, geh mal raus, prügel mal die Autos und die machen mir gerade den Turm zu Matsch. Du stirbst. Ja, er als Held kriegt natürlich da nicht viel Schaden. Das ist logisch. Er ist ja der Held, der böse Held, der gute Held natürlich. Im Moment. Ja, mein Kommentar ist vermutlich nicht gerade spannend, aber... Ich meine, was soll man sagen? Wir verteidigen die ganze Zeit, das ist echt scheiße. Das Auto... Wow, das macht viel Damage. Der Upgrades? Der hat keine Upgrades drauf. Trotzdem macht es so viel lame Damage. Dann sollten wir das mal schnell ein bisschen dahin schrauben, da die Scheiße. Tower sind wichtig. Haben wir schon festgestellt. Du stehst hier wieder rum. Gut, dann gehst du auch mal einen Tower bauen. Du reparierst mal den. Ich setz dich mal auf Auto Repair. Stell dich am besten in jeden Gang ein, der so ein bisschen repariert. Ja, Holzfäller, sollte ich das vielleicht nicht abziehen? Wir brauchen das Holz gerade. Wie viel Gold haben wir in der Mine? 12.000. Ich baue mal Priester. Auch wenn wir dann Steuern kriegen. Das wollte ich eigentlich für den Anfang erstmal vermeiden, aber wir brauchen Priester. Ich denke mal, so drei sollten wir schon haben davon. Da wir jetzt eh rüber sind, können wir noch einen Scharfschützen bauen. Bauen wir noch einen Priester. Das Ding ist upgraden. Geht doch. Dann gehst du mal hier runter, machst hier Repair. Bleibst hier stehen. Du gehst Holz hacken. Haben wir hier noch einen? Nein. Aber wir sollten da einen hinstellen. Geh du mal nach da. So, da ist kein Auto bei. Da war eine Menge Totenbeschwörer. Die sind aber nicht so schlimm. Wenn die Skelette machen, fast gar keinen Schaden. Die Totenbeschwörer erst recht nicht. Ist halt immer so ein guter Supporter. Ich weiß nicht, was konnten die noch verkrüppeln, konnten die, glaube ich. Und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, die hätten diesen komischen Buff. Wir haben eine Karawane Untoter mit einer großen Ladung verseuchten Getreides gesehen. Diese Karawane muss aufgehalten werden, ehe sie die äußeren Dörfer erreicht. So, das machen wir nochmal. Das ist nämlich unsere Nebenquest in dieser Mission. Wir müssen die Karawane aufhalten. Das ist ein... naja. Besteht etwa Gefahr? Oh, ich habe mich da oben komplett zugebaut. Das ist natürlich geil. Dann müssen wir erstmal unseren Tower töten. So leid mir das für den armen Tower tut. Lass meinen Arbeiter in Ruhe, ihr Schufte. Oh, scheiße. Jetzt habe ich ihn selber geblockt gehabt. Für die Ehre. Dann gehen wir mal oben diese Karawane besuchen. Für die Ehre. Ich hoffe, das hält hier einigermaßen. Das sieht gerade überhaupt nicht so aus, aber ja, man kann ja Hoffnung zeigen. Ist mein Arbeiter noch da? Ne, der ist schon zermatscht worden. Was haben wir denn hier? Goblin-Laden. Ne, scheiß drauf. Ein solider kommt noch mehr. Warum lebt denn der Soldat da hinten noch? Der war die ganze Zeit mittendrin. Oh, da ist hier was. Nice.
Scheiß Priester hier. Warum rennst du denn da rein? Du sollst den Tora nicht tanken. Ja, du kannst schon eher tanken. Ach, warum ignoriere ich das nicht einfach? Tut mir eh nichts. So, du geh mir hier reparieren. Schauen wir mal, da oben haben wir noch eine Goldmine. Ein solider Plan. Natürlich. Die lassen wir erstmal so, wie sie ist. Die tut mir nichts. Ich baue noch einen Priester, würde ich sagen, aber... So, jetzt bauen wir noch einen Priester. Jetzt gucken wir mal hier. Karawane müsste theoretisch dem Weg folgen. Theoretisch natürlich nur. So, ich mach mal ein Safe. LP... Ja, OC1. Alle 10 Minuten speichern kann nicht schaden. Für die Ehre. Kein Bock, alles nochmal zu machen. Natürlich. Falls ich wirklich drauf gehe. Natürlich. Wasser. Sehr schön. Plan. Für die Ehre. Kommt was. Dicke Kerle. Ja, mein Lord. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Das sieht nicht so aus, als wenn der alleine genug Repair-Craft hat. Für das Licht. Natürlich. Tower brennt, Tower brennt. Arbeiter kriegt von Sack. Scharfschütze lockt Gegner weg. Toll. Besteht etwa Gefahr? Wo ist denn die Karawane jetzt hier? Da ist ja. Ist ja gar nichts los hier oben. Dachte, die fährt mal so ein bisschen rum. Ein solider Plan. Brunnen der Gesundheit, oh Gott. Ein solider Plan. Können wir uns ja direkt hier oben noch heilen? Das ist ja richtig billig. Natürlich. Da ist ja die Karawane. Geil. Schneller, meine Brüder. So. Kackt mal hier auf das Auto rauf. Für die Ehre. Da ist eine ganze Menge gerade los. Natürlich. Müssen wir schauen, dass wir hier am besten nichts verlieren. Muss ja nicht sein. Obwohl, wir können ja verlieren. Wir können ja 6 Einheiten wieder auf stehen lassen. Ein solider Plan. Dann lassen wir die jetzt einfach sterben und beleben die danach wieder, dann ist das auch passend. Den mal wegmachen. Wie viel Mana kostet das? 200, also kann ich jetzt nicht mal mehr heilen. Für meinen Vater, den König. Ich bringe hier die Qualle raus. Eben mir auf den Sack. Jetzt wird gerichtet. Cool, Arthas ist gerade vor am Sterben. Ich stehe für das Licht. Unsere Stadt wird verlagert. Ach, der killt mir ja gerade alles. Das ist sehr schön. Sehr geil! Eine Verbeugung ist nicht nötig. Jetzt kann ich wieder einmal Heal Damage machen. Das Auto fährt vorbei. Ja. Macht mir das Auto kaputt. Ein solider Plan. Unsere Stadt wird belagert. Ich bete nur, dass das Getreide nicht in noch mehr Dörfer geliefert wurde. So, habt ihr das bald mal hier. Mehr Arbeit? Ist natürlich sehr schön, dass jetzt da unten alles im Arsch ist. Ich stehe für das Licht. So, wiederbeleben. Dankeschön. Ist nicht unsere Streitkräfte werden angegriffen. Dann geht erstmal hier zu dem Brunnen, ihr Lappen. Priester lässt sich mit den Kackbällchen bewerfen von dem Fleischauto. Muss natürlich nicht sein, aber... Von den Bergen sind Oger heruntergekommen. Sie scheinen auf einen Kampf aus zu sein. Oh, cool. Das ist nett. Aber ich denke mal, die werden nicht genug Damage machen, um hier den Brunnen zu negieren. Ogerlord, ach, der macht ja nicht mal Chaos-Schaden. Das kam dann erst mit Vorsitz dazu, dass die Chaos-Schaden machen. Wenn so ein Gegner Chaos-Schaden macht, das ist natürlich immer ein bisschen krass, weil der durch die Rüstung durchgeht. Aber wenn der hier nur normalen Schaden macht, das stört kein Schwein. Da ist der Brunnen einfach zu stark für. Aber wir nehmen den mal mit, der hat bestimmt ein cooles Item. Okay, Schockwelle. Ist natürlich lame. Macht Schaden. Was auch sonst. Ja, wir sollten das hier vielleicht mal was brauchen. Werkstatt. Will ich dafür extra jetzt noch eine Werkstatt verschwenden? Was? Nee, bauen wir lieber einen Hof. Ja, mein Lord. Was ist? Was kommt da? Oh, die haben jetzt diesen Attack Speed Buff. Und ein Held kommt mit. Sehr schön. Ogerhandschuhe plus 3. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Weil jetzt ist halt hier eine ganze Menge Kacke mitten bei mir drin. Verbeugung ist nicht nötig. Und ich habe keine Stadtportale, Schriftrolle. Schön. Sehr schön.
Muss ich jetzt gucken, dass ich das hier so ein bisschen gehalten kriege noch. Der Ghoul frisst die ganze Zeit da. Was ein Level 6 Lich ist, ist natürlich fies. Der killt einfach mal Häuser ziemlich fix. Reinigen wir mal seine Kackrüstung weg. Und ich verliere gerade sehr viel. Das ist unschön. Das Licht läuft schneller. Dann hat das da. Oh, da kommt noch mehr. Cool. Guck mal, ob er das Auto schnell noch kriegt. Nee, das schafft er nicht mehr. Das läuft nicht gerade optimal. Jetzt verliere ich die Schmiede auch noch. Ja. Ein solider Plan. Und entsichert. Holzfäller. Ja, das ist mir egal hier. Das tut mir nichts. Wo ist der Lich jetzt hin? Der sich verpisst wieder. Kleine Krüppel. Dieser kleine Krüppel hat sich verpisst. Ein solider Plan. Arbeit ist natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Ich hasse sowas. Wenn die einfach mitten in meiner Base sind und die Arbeiter killen. Für die Ehre. Was geht gerade nicht anders? Elender Kerl. Für meinen Vater, den König. Jetzt verliere ich den Priester? Nein, ich verliere den Priester nicht. Doch, ich verliere ihn. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, ich hab doch gedrückt. Du bist so langsam, Arthas. Lass doch mal die Priester in Ruhe. Ich brauche die, sind teuer. Lass den auch in Ruhe. Verpisst euch einfach, ihr Krüppel. So, den könnt ihr angreifen, der ist eh fast voll. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. So, haben wir es jetzt bald hier mal alles geklärt. Ist ja nervig. Für die Ehre. So, dann geht ihr dahin. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Was? Ist die Goldminale? Nein. Ja. Kommt so langsam Gold rein hier. Dann baue ich die Türme mal hier. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Dann habe ich so eine größere Fläche, die ich schützen kann gleichzeitig. Ich glaube, das ist in dem Fall gerade ein bisschen sinnvoller. Ist nicht nötig. Weil wenn der hier unten auch noch durchbricht, dann... Ja. Nochmal LP Rock 2. 2. Muss so ein bisschen die alten Safe Games wieder anlegen. Die Priester haben kaum Mana. Was ficht euch an? Das ist ja auch doof. Reichweiten-Upgrade klemmen wir uns jetzt mal. Wir haben nicht viel Gold und dann muss man nicht noch eine Werkstatt bauen. Das wäre scheiße. Überleg gerade, ob ich einen hochschicke und ein Rathaus baue, aber es ist so teuer. Weiß ich nicht mal, ob ich denn hier noch beschützen muss oder ob die Goldmine relativ sicher ist. Egal. Ich baue jetzt hier so Türme. So ein bisschen verteilt. Weil ich hoffe, dass der dann einfach wieder so reinläuft und hier so ein bisschen überall ein bisschen was angreift. Dann verliere ich nicht viel, aber... Was? Ja, mein Lord. Ja, ich habe halt trotzdem ziemlich viel abgedeckt und mache gleichzeitig Schaden mit den Türmen. Klingt nach einem super Plan, ich weiß. Das gab es hier in dem Laden, kann ich nicht anklicken. Arbeit ist vollbracht. Ich wette, da gab es Portalschriftrollen und ich hätte mir eine kaufen sollen, um alles hier abwehren zu können. Oh, was kommt denn da Schönes? Ein riesiges Rudel. Ja, der Tower ist wahrscheinlich wieder down. Gucken wir mal, so schnell da an die Dinger rankommen. Natürlich hauen die direkt auf den Priester. Wow, dann die ist so schnell gestorben durch die Tower. Nicht gedacht, dass die Tower so viel Schaden machen. Ja. Akzeptiere ich das jetzt einfach mal so. Vielleicht wurde das ja auch mal gepatcht. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Türme mal irgendwie wirklich viel Schaden gemacht haben. Und die dicken Dinger sind ja gerade richtig ziemlich fix umgekippt. Kann ich das hier bannen mit der Wolke? Ich weiß es gar nicht. Probieren wir mal die Einheiten hier so ein bisschen zu stapeln. Muss ich nämlich nur einmal zaubern. Toll. Mana verschwendet. Geht nicht. Zauberin. Nein. Oh Gott, da kommt ein Lich. Natürlich macht er erstmal seinen Rotz-Skill. Was ist das Lilane da, um es für
Warcraft 3 Nicht-Spieler zu erklären. Das ist Tod und Verfall. Oder auch Death and Decay. Eigentlich so der Signature-Move von Lich. Beziehungsweise das Ultimate. Das macht ein paar Prozent Schaden an allen Einheiten im Gebiet und an allen Gebäuden. Das heißt, mit jeder Sekunde, die er da steht und seine Arme rumwirbelt, kriegt dann jede Einheit da, ich glaube, 6% ihres Lebens abgezogen. Das klingt natürlich erstmal nach nicht so viel mit 6%, aber wenn man dann halt eine ganze Menge Einheiten hat, dann, wenn 10 Einheiten drinstehen zum Beispiel, dann zieht das schon relativ viel, weil es bei jedem halt 6% ist. Das ist wesentlich mehr, als wenn der Auto-Hit spammt. Und ja, das ist halt vor allem gegen Einheiten mit viel Leben sehr, sehr stark, weil wenn hier so ein Haupthaus mit 2400, da zieht er dann halt schon mal über 100 ab pro Sekunde. Und das ist dann sehr schnell, so ein Gebäude abzureißen. Wie viele Priester haben wir denn? 5, und die haben alle keinen Mana. Ich bin begeistert. Priester ohne Mana, die ruhen. Gold haben wir auch keins. Ich meine, es könnte besser laufen, aber es könnte auch schlechter laufen, denke ich. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, ob das gut läuft. Weil wir müssen immer noch 10 Minuten aushalten mit dem bisschen, was wir hier haben. Ich denke mal, wir bauen noch einen Priester. Das da unten machen die Türme. Ach, jetzt hat er die abgegradet. Jetzt haben die mehr Leben. Da ist ein Priester gestorben, das ist sehr kacke. Warum stand der auch da vorne? Kackvieh. Jetzt killt man hier. Ja, ihr haut einfach alles rauf, was ihr habt, das passt schon. Warum kommt denn der unten jetzt durch? Egal. Wir lassen jetzt einfach mal alle sterben. Und dann hoffe ich mal, dass Arthas gleich genug Mana hat, um die wieder zu beleben. Ist zwar nicht gerade wirklich taktisch schlau oder so, aber ist gerade somit das Sinnvollste. Ja, wenn ich jetzt noch Heal spamme, kann ich vielleicht eine Einheit noch retten. Wenn ich danach wiederbelebe, habe ich die ganzen Priesterwesens wieder. Und wir haben jetzt kurz mal keine Kosten. Das ist immer schön. So, wiederbeleben. Ja, das sieht doch schön aus. Wie viele Priester haben wir jetzt? 4. 5. 4. Ich möchte meinen, ich hatte vorher mehr. Aber, na gut. Soldaten haben wir fast gar keine mehr. Aber ist egal, die sind eh scheiße. Die sind scheiße. Also nicht komplett scheiße, aber wenn ich die Wahl habe, einen Scharfschützen oder einen Soldaten, dann ja, verpiss dich, Soldat. Du hast dir nichts zu suchen. Ja, mein Lenzer. Sag das Zauberwort. Können wir mal hier unsere krasse Maulwurfstaktik anwenden. Wir stellen jetzt die Priester mal hier in die Mitte. Das wird wahrscheinlich eh nichts bringen. Weil sobald die angegriffen werden, rennen die ja wieder alle wild drum hier. Ah, oh, Lich. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Arbeit ist vollbracht. Ja, mein. Aber in der Theorie sollte das gut sein, weil die dann nicht an die Priester rankommen. Ich stehe für das Licht. Da schießt mir hier den Fettbeutel. Oh, Arthas ist am Sterben. Aber wir haben einen Heiltrank. Den hatten wir gefunden. Ich erinnere mich. Ja, erstmal macht er die Autos kaputt. Ja, die killen mir gerade noch meinen teuren Tower, den ich gebaut habe. So, du bist jetzt gleich tot. Da sieht man schon. Ja, dann haben wir umsonst einen verloren. Da sieht man schon, an Helden macht man halt nicht wirklich viel Schaden. Das ist nicht so nur so, als Art, dass wenig Damage kriegt, sondern halt die gegnerischen Helden, die kriegen auch fast gar nichts ab. Von normalen Einheiten. Deswegen ist Heiliges Licht da immer ziemlich stark. Weil Heiliges Licht, das bamst halt auch bei so einem Helden noch ordentlich Damage in die Fresse. Ausbau abgeschlossen. Da haben wir gar keinen Soldaten mehr. Eben hatten wir wesentlich noch 2. Was? Ich mach da random noch einen Tower hin. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was braucht ihr? Ich habe die Ehre. Bitte Fokus auf die Fetten. Für das Licht. Natürlich. Für die Ehre.
Die Fetten mit diesen, die haben diesen Attack-Speed-Buff durch die Totenbeschwörer. Damit sind die einfach mal sehr stark. Das muss man möglichst unterbinden. Und natürlich sollte er nicht sterben, aber er steht gerade kacke und ich kann nicht heilen. Ja. Toll. Er killt mir da noch einen Tower. Ich hasse diese Mission. Ich meine, ich denke, ich werde es zwar schon schaffen, aber die macht halt einfach keinen Spaß. Ja, schieß auf meine Priester. Die kriegst du eh nicht tot, du Wichser. Für die Ehre. Wie viel Damage macht so ein Katapult? Fleischauto bitte an einen Priester. Ich glaube gar keinen. Ist jemand verletzt? So, Scharfschützen bauen. Ist meine Hilfe vonnöten? Wir machen mal für die letzten 5 Minuten nochmal ein Save. Und ich hoffe, wir schaffen das. Die nächste Mission wird dann nämlich genauso toll. Ich glaube, das hier und die Mission hier und die danach sind so die, die irgendwie jeder Warcraft 3 Spieler hasst. Vor allem die, die danach kommt. Das ist einfach eine extrem langweilige, nervige Mission. Was bauen wir noch? Bisschen Gold haben wir noch. Ich glaube, wir warten drauf auf den Scharfschützen. Dann bauen wir davon noch einen. Das ist irgendwie so das, was ich mir gerade für am sinnvollsten ausrechne. Weil je mehr wir davon haben, desto schneller kriegen wir die Fettbeutel weg. Und die sind ja gerade so mit das, was uns alles zerprügelt. Die bösen, bösen Fettbeutel. Ah, das kriegt ein bisschen Mana. Ich glaube, wir sparen mal auf Auferstehung. Das Licht ist meine Stärke. Weil dann kann ich den letzten Kampf, wenn alles nochmal angerannt kommt, auf verschiedenen Arbeiter, so ein bisschen hinauszögern. So, die Priester stehen gerade ganz gut, das ist sehr schön. Aber Tatsache mal ein Kampf, wo die nicht vorne stehen. Welcher ist jetzt hier low? Der da ist low. Ich klicke daneben. Ich bin so ein übertrieben professioneller Spieler. Ich will meine Einheit heilen und klicke den Gegner an. Exzellent. So, mach die mal als matschig. Die Ghule sind am Fressen, die machen keinen Schaden. Kann man also ignorieren. Lass mir die Skelette weg. Und dann die Ghule. Der eine Ghule macht noch ein bisschen Schaden. Der hat, glaube ich, sogar Upgrade so schnell wieder angreift. So, wir haben keinen Priester verloren. Aber wir bauen trotzdem noch einen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich glaube, wir haben Scharfschützen aber ein paar verloren. Immer nur noch 8 wert, glaube ich, 10. Besteht etwa Gefahr? Aber das sollten wir schaffen. 3 Minuten. Ich glaube nicht, dass der mir da so schnell alles wegprügelt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss die ganzen Gebäude auch verlieren. Also habe ich eigentlich im Prinzip schon gewonnen. Man könnte die Mission natürlich um einiges schwerer machen, wenn man hier die Karawane nicht tötet. Ja, dann baut der Orange sich hier oben eine Base. Und dann wird man halt von da noch behakt. Und ich glaube, dann ist die Mission relativ schwierig. Weiß ich nicht, ob man das denn schaffen kann mit dem Gold, was man hier so hat. Weil man sieht, ich habe mein Gold komplett ausgenutzt, was wir hatten. Wenn ich dann überlege, dass oben noch einer kommt, das ist dann, ja, grenzwertig. Weil man dann die Goldmine von oben nicht mehr zur Verfügung hat. Oh, wir haben das Gold wirklich perfekt ausgenutzt. Perfekt. Ich will dann mal ein bisschen auf cool machen, schieben wir die Arbeiter hier noch rüber und machen die dann zu Milizen, wenn wir angegriffen werden. Dann haben wir alles rausgeholt, was ging. Ja, die Zeit nähert sich im Ende. Ich weiß, dass am Ende nochmal ein dicker Angriff kommt. Wann genau der losgeht, weiß ich nicht, aber er wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Miliz geht 45 Sekunden. Also heben wir uns das noch ein bisschen auf. Das Licht ist meine Stärke. Habt ihr ein Ziel? Habt ihr ein Ziel? Nein. Diese scheiß Giftwolke hier, die versaut auch die ganze Heilung von den Priestern. Geht's jetzt los? Ich weiß es nicht. Es sieht ein bisschen so aus, als wenn jetzt was kommt. Ich mache einfach mal Milizen aus euch. Ja, klemmt euch ineinander fest. Los. Ja, da kommt ein Level 10 Lich. Raz Splinter Spine. Der ist natürlich ein bisschen fies. Oh Gott. Ja, wir sollten Arthas natürlich jetzt hier ein bisschen nicht stacken. Verlieren wir, wenn der tot ist? Nein. Ja, und bitte, das kann man nicht abwehren. Das ist zu viel. 2 Helden, eine ganze Menge anderes Gestrüpp. Aber wir machen den hier.
Wiederbeleben. Dann rennen wir. Die ganzen scheiß Skelette schon. Da oben kommt auch was. Oh, das da oben kann der Arthas töten. Das schafft er. Ja, da kriegen sie die Gebäude nicht so schnell down. Das wäre unrealistisch. Du bist tot. Was will der denn von den Wachtürmen da? Die tun ihm da nichts. Ihre Zahl scheint endlos zu sein. Ja, deshalb mag ich die Untoten. Die sind halt cool, die setzen mehr auf Masse als auf Klasse. Sehr schön. Ja, dann mach mal weiter da, mein Freund. Arthas lebt noch, wir haben hier gewonnen. Zumindest denke ich, dass wir gewinnen. Es sieht stark nach Gewinnen aus. Ja, Freunde, das haben wir sehr gut bewältigt. Arthas prügelt sich hier noch ein bisschen. Geh weg. Hey, wir haben gewonnen. Und er ist auf einmal unbesiegbar. Ein Superheld. Hm, auf einmal lebt alles wieder. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da eben Einheiten übrig waren. Licht, gib mir Kraft. Putz. Für Lordaeron, für den König. Guter, eure Ankunft hätte nicht besser sein können. Freut euch nicht zu früh. Die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade jetzt gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uta. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, so hätte ich... Es gibt keinen Grund, vor Stolz zu platzen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Mal'Ganis. Ruhig, Freund. So tapfer ihr seid, ihr könnt es nicht allein mit einem Mann aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uther. Ich gehe, mit oder ohne euch. Oh ja. Yeah. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Statistik an für diese Mission. Ganz toll, wir stehen oben, die Gegner sind ganz toll und alles. Ja, wir haben eine Menge getötet. Aber trotzdem hatten wir nichts übrig. Jaina steht auch mit bei, obwohl wir die gar nicht hatten. Das ist auch praktisch. Wie dem auch sei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Mission oder der Cutscene, die jetzt kommt, oder weiß ich was. Dann, ja, bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dieser langweiligen Mission. Tschüss.